Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Sony Vegas ganz einfach einen Schreibmaschineneffekt machen könnt. Dazu fügen wir erstmal einen Videotrack ein, gehen auf Textmedium einfügen, löschen erstmal den ganzen Text und jetzt fangen wir auch schon mit dem Schreibmaschineneffekt an. Wichtig ist, dass ihr euch hierbei Frame für Frame vorarbeitet. Das heißt, wir wollen jetzt zum Beispiel Motom schreiben. Fangen an mit einem M. Setzen den nächsten Frame. Fügen das O hinzu. Nächster Frame, nächster Buchstabe. So macht ihr das bis zum Schluss. Also dass im Prinzip auf jeden Frame ein neuer Buchstabe dazukommt. Könnt die Frameabstände natürlich variieren, so wie das für euch am passendsten ist. Wenn ihr das dann habt, sieht das dann so aus. Ihr könnt natürlich dann noch einen besseren Schriftfond wählen und da auch noch ein paar Effekte drauf machen. Und das war auch schon das ganze Geheimnis von dem Schreibmaschineneffekt. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat's geholfen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye bye.